Vor die Fraktionssitzung hat die Christine Buchholz ausgesucht. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war eine sehr kurze Fraktionssitzung. Erstmal vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid, um hier heute mit uns gemeinsam und mit vielen, vielen Menschen, mit der Mehrheit in der Bevölkerung zu sagen, keine Soldaten und keine Raketen in die Türkei. Und natürlich auch keine Airbags. Ja, wir werden heute hier abstimmen über die Entsendung von 400 Soldatinnen und Soldaten. Patriot-Raketensystem. Und natürlich wird es auch darum gehen, dass die in Zusammenarbeit mit den Airbags, die sich schon in der Region befinden, dort ihren Dienst tun, was letztendlich unseres Erachtens nicht eine defensive Maßnahme ist, weil sie wird keine Zivilisten schützen. Also die Patriot-Raketen werden keine Zivilisten schützen. Das können sie auch gar nicht. Das Einzige, was es momentan an Beschuss von Syrien in die Türkei geht, ist Mörserbeschuss. Dafür sind sie überhaupt nicht geeignet. Und wenn jetzt über Chemiewaffen gesprochen wird, was mich ja sehr, sehr an den Irakkrieg wieder erinnert, muss man auch sagen, selbst das wäre kein Schutz vor Chemiewaffenbeschuss. Aber selbst der BND geht nicht davon aus, dass das momentan eine reale Gefahr ist. Vielmehr haben wir es mit der Situation zu tun, dass die Bundesregierung einen weiteren Schritt geht, um die Eskalation in Syrien zu verschärfen. Die Türkei hat die Patriot-Raketen angefragt, weil sie selbst eine ganz klare Agenda in der Region hat. Es geht darum, ihren Einfluss in der Region zu stärken. Und deswegen hat sie ein ganz starkes Interesse daran, die NATO mit für sie ihre Interessen zu instrumentalisieren. Letztendlich kann das auch von der syrischen Seite nur als ein Schritt der Eskalation gewertet werden. Und deswegen sagen wir, keine Raketen und keine Soldaten an die türkisch-syrische Grenze. Schluss mit der Einmischung in den syrischen Bürgerkrieg und Schluss mit dieser NATO-Politik, die letztendlich auf Eskalation ausgerichtet ist. Sag mal noch was zu den Leuten. Zwei Sätze noch sozusagen. Und zu den Leuten. Ein Aspekt, den wir auch noch mal beleuchten müssen, der, glaube ich, wichtig ist. Ich werde hier umkommandiert, ist ja unglaublich. Aber egal, ich kann mich trotzdem konzentrieren. Frauen sind ja multitaskingfähig, genau. Ein weiterer Punkt, den ich nicht zu vernachlässigen finde, ist, dass mit dieser ersten Praxistest der Patriot-Raketen, die bisher noch nicht im Einsatz waren, die Bundesrepublik einen weiteren Schritt in Richtung Interventionsarmee macht. Und das heißt, wie in Afghanistan, wie in allen anderen Kriegen, werden diese Waffensysteme jetzt einem Praxistest unterzogen. Und das heißt auch, dass sie für zukünftige Kriege noch besser einsetzbar sind. Und auch das ist ein Grund, weswegen wir Nein sagen zu der Entsendung der Patriot-Raketen an die türkisch-syrische Grenze. Also, es gibt genug Gründe. Was mich ehrlich gesagt erschüttert, ist, dass es ein weiteres Mal ist, dass Rot-Grün dieser Entsendung zustimmt. Es gab am Anfang sehr viele kritische Fragen, auch von Seiten der Grünen und Seiten der SPD, an die Entsendung. Letztendlich sind sie dann wieder mal umgefallen, wie die Fliegen. Das ist leider schon Praxis, was die internationalen Kriegseinsätze angeht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier heute alle gemeinsam stehen und dass wir auch den Mehrheitswillen der Bevölkerung ausdrücken. Keine Soldaten, kein Kriegsgerät ins Ausland. Das ist keine Politik, die Frieden auf der Welt bringt. Das heizt die internationalen Konflikte und Kriege an. Und deswegen sagen wir heute Nein für den Patriots. Danke.